den Kameraden gegenüber, ruhig großflächig, grün eintarnen. Wir nutzen Tarnen und Täuschen, auch das gehört zum Tagesgeschäft. Die 18-jährige Christina Schwarz hat klare Vorstellungen. Sie hat sich informiert, was sie als Soldatin erwartet. Jetzt will sie das praktisch erleben. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn man sagt, okay, ich habe ein Praktikum gemacht, ich weiß, was mich zukommt, ich bin mir der Gefahr bewusst, habe mich mit Soldaten gehalten. Und da kann man denen auch beweisen, dass man auch weiß, was auf einem zukommt. Den jungen Leuten soll die Realität des Soldatenlebens vermittelt werden. Wer hier nach einer Woche schon zu viel hat, für den ist der Beruf dann wohl doch nicht das Richtige. Heute steht der Orientierungsmarsch auf dem Programm. Den Umgang mit Karte und Kompass haben die Schüler vorher in der Theorie gelernt. Jetzt wird sich zeigen, ob Christina die angegebenen Ziele nach den Koordinatenangaben auch findet. Eben die praktische Umsetzung ist jetzt schwieriger, weil man es eben jetzt konkret vor Augen hat. Man muss jetzt entscheiden, okay, wo laufen wir hin, welche Strecke nehmen wir, und das müssen wir jetzt entscheiden. Und dann geht's los. Über Felder und Wege, von einem Punkt zum nächsten. Insgesamt müssen die Praktikanten 3 Ziele ansteuern. Aber so alles gefunden? Ja, alles gefunden. Also das ist der Schlaumeier, der weiß alles. Und aber auch durch Teamwork und so haben wir alles gefunden. Tag 4 des Bundeswehrpraktikums geht zu Ende. Und wieder haben die jungen Leute Erfahrungen gesammelt und kommen der Erkenntnis ein Stück näher, ob ein Beruf bei der Bundeswehr für sie geeignet ist. Es macht tierisch Spaß, man hat super viel Abwechslung, man kann Beruf und Sport vereinbaren, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich finde, wenn man nur lernt, wenn man nur seine Tätigkeit ausübt, ist es nicht so viel wert, wie wenn man jetzt auch Sport dazu kombinieren kann. Das ist halt auch das A und O, finde ich. Und jetzt geht's noch Panzer fahren. Ja, genau, das mache ich. Doch der Ausflug auf dem Panzer ist für Christina nur ein netter Spaß. Sie hat sich vorgenommen, bei der Bundeswehr Medizin zu studieren.